gerade eine Schweineschnauze gehört? Okay, also hier gehen wir jetzt erstmal lang, um die Zähne da hinten zu holen. Also ich persönlich gehe über solche Plattformen lieber, wenn ich geschrumpft bin, dass ich wirklich alles gut im Blick habe. Dieses Stückchen, das kann ich jetzt auch so gehen. Da kam ich her, ne? Das heißt, ich muss hier lang. Oh Gott, wie soll ich das denn? Oh Gott. Glück gehabt. Ich denke immer, die schnappen sofort zu, wo ich gar keine Chance habe. Kann ich denn mittlerweile irgendeine Waffe neu upgraden? Das Steckenpferd, das werden wir doch glatt mal machen. Süß. Okay. Oh, Verzeihung. Ich bin schon wieder dran gekommen. okay, also anscheinend gibt es hier nicht allzu viel zu sammeln. Also wir haben schon über die Hälfte von den Schnauzen. Fast die Hälfte von den Erinnerungen, die wir suchen müssen. Zwei von den Schneckenhäusern. Und noch nicht ganz die Hälfte von den Flaschen. Also ich denke, wir sind ganz gut dabei. Okay, da hinten ist das Wasserhoftheater. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Ich schaue kurz mal auf meine Stoppuhr. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich mache erstmal das hier. Was? Ich sehe dich schon, Schweineschnauze, da hinten mit deinen Flügeln. Oh Gott. Ich kann überall hin. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Ich glaube, da gibt es nur die Schweineschnauze. Einmal außen rumlaufen. Ach nö, doch nicht. Ich hab gedacht, dass dieser Pfad ging jetzt einmal außen rum. Okay. Yay! Noch eine Erinnerung. Epidermis wies Verbrennungen dritten Grades auf. Der Rest ihrer Haut vergleichbar mit Karpfenschuppen. Was? Was? Da war einfach gar nichts. Oh, das Steckenpferd. Wow. Ja. Ich glaube, ich muss hier lang. Ich
Ich kann dich leider nicht von hier schon töten. Okay, wenn man es raus hat, sind die gar nicht so schwer zu töten. Wenn man es raus hat. Hä? Wo bist du? Stirb einfach. Goldene Zähne sind immer gut. Nein, nein, nein! Ich habe gesagt, du sollst mich nicht angreifen. Ach, okay, da müssen wir wieder irgendwas auf Zeit machen. Okay, da ist ein Pfad. Den werden wir jetzt wahrscheinlich gleich brauchen. So wie ich das Spiel kenne. Unter Druck kann ich nicht gescheit spielen. Oh, ich hasse diese Plattformteile, wo ich auf Zeit, wo es auf Zeit geht. Komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Das ist ja furchtbar. Komm schon. Lauf, Alice. Lauf. Dankeschön. Ja, hier muss ich lang. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall auch gleich so ein komisches Puzzle kommt. Okay, ich glaube, da müssen wir noch nicht hin. Erstmal zu diesem komischen Typen und diesem... Wie nennen sich die Teile nochmal? Walross? Ich glaube Walross, ja. Ja, ich gehe einfach mal zu dem hin. So, Entschuldigung. Ah, Alice! Eine Freude, dich wiederzusehen, meine Liebe. Was für eine Glückshaftigkeit allein deine Ankunft ist. Wirklich? Ich wusste nicht einmal... Egal. Meine bedeutende Show geht bald los. Es bedarf nur noch eines Zipfels deiner Hilfsbereitung. Ich habe nicht viel Erfahrung, aber es wäre wirklich notwendig, dass ich... Mein... Wir können tauschen. Ich habe einen Schraubenzieher, fast neu, oder einen hübschen Hammer, wenn dich ein das... Ein Zug vernichtet das Wunderland. Und ich brauche Hilfe, um ihn zu stoppen oder zu zerstören. Höchst verärgerlich, keine Frage. Wir werden uns dieser Monstrosität unverzüglich, will sagen, bei Gelegenheit zuwenden. Zunächst aber zur eigentlichen Wichtigkeit. Wegen einer logisterischen Vergeigung fehlen noch einige Show-Requisiten.
Das exuberante Skript gilt es abzuholen. Der Schreiber hat eine blühende Fantasie und mehrere Enden gedacht. Dann musst du die melogetöse Musik für die Vorstellung beschaffen. Und schließlich musst du die Stars unserer Show einsammeln. Diese rein geschmackvollen Künstler. Du solltest gehen. Das Gebot der Eile ist geboten. Sieht nicht so aus, als wärst du bereit für die Show. Warum beschaffst du dir diese Sachen nicht selbst? Ein Impresario hat Verpflichtungen, Angelegenheiten, Wichtigeres zu tun. Eulen nach Athen und so weiter und so fort. Beschaff das Skript vom Schreiber, dann können wir je nachdem plaudern oder klatschen oder tratschen. Ist der Schreiber übellaunig? Bei einer Person deiner hervorragenden Reputation? Die Vorstellung lässt mich erröten. Ist übrigens ein Oktopus, wohnt in dieser Richtung. Tschüssi. Was möchte dieser komische, nackte Mann von uns mit seinem Holzbein und seinem riesigen Hammer und seinem Stift im Ohr? Okay, wir sollen irgendein Skript suchen, beziehungsweise ein Skript beschaffen. Ich meine, hier ist die Tür jetzt offen und hier können wir aber auch noch nicht lang gehen. Soweit ich weiß. Ja, da ist eine Tür und die ist noch verschlossen. Also müssen wir da lang gehen. Hallo. Ach, ich hole mir erstmal das Zeug hier. Nein, stirb einfach gleich. Vielen Dank. Wenn du so viel üben würdest, wie du Zeit im Wunderland verbringst, wärst du bald der nächste Sullivan oder Gilbert. Einer von beiden. Du bist wehrhaft genug, diesen Kreaturen in den Allerwertesten zu treten. In den Allerwertesten zu treten. Ach ja, vielen Dank. Hä? Hä? Was? Hä? Was kommt hier denn und geht andauernd wieder? Okay, ich gehe einfach mal hier runter. Hab ich denn noch genug Zeit? Kanonenkrabbe? Ernsthaft? Hey, du solltest den Schirm anmachen. Oh, ich wieder falsche Taste gedrückt. Komm, schieß auf mich. Schieß. Schieß einfach. Hey!
Gib mir das bitte erstmal. Okay, vielen Dank. Das war wieder ziemlich knapp. Ich hoffe, danach kommt ein Speicherpunkt. Ey, geh da hoch. Ist da hinten irgendwas drin? Nö. Ich glaube, da muss ich gleich weitergehen. Ey, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ich krieg's echt nicht geschissen. Das sind aber auch so komische Kanten, wo Alice andauernd hängen bleibt, wenn sie springt. Zähne, das ist gut. Okay, das heißt, ich muss hier weitergehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Hier riecht's wie in einer Schnapsbrennerei mit einem Hauch Mundgeruch und Urin. Das ist der Duft des verkannten Genies. Also, verpiss dich. Mehr Leergut als eine irische Brauerei. Der Zimmermann schickt mich. Zunächst einmal, der Zimmermann ist ein karierter, kleinmütiger, knausriger Klotzkopf. Mag schon sein, aber ich bin wegen des Skripts hier. Ich wollte... Einen Scheiß willst du? Ich will einen Drink. Wen interessiert's? Ich will die Verantwortlichen für das Scheitern meiner Karriere in Ketten sehen. Keine Freude. Ich will wissen, was Liebe ist. Die Welt bleibt stumm. Gerade jetzt... will ich meine Dosis Versteckspiel? Finde mich dreimal, holde Maid. Beeil dich und wir können reden. So, also ich habe jetzt gerade auf diesen Speicherpunkt gewartet. Ich beende hier einmal kurz die Aufnahme und werde aber dann trotzdem gleich nochmal neu spielen. Von daher sehen wir uns gleich. Bis gleich.